Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem, heute zu einem Craft-Update. In meinem letzten Action-Haul habe ich euch ja gesagt, als wir dieses Testvideo gleichzeitig auch gemacht haben von den neuen Mao-Produkten, habe ich ja gesagt, ich mache ein extra Video daraus, wo ich euch mal zeige, was man daraus basteln kann mit den getesteten Papieren oder Hintergrundpapieren, die wir zusammen gemacht haben. Und da hatte ich ja eine Seite, da hatte ich dieses tolle Vintage-Papier in Fetzen gerissen gehabt und mit Mod Podge auf eine Sticker-Verpackung drauf gemacht. Das hatte ich ja außerhalb des Videos gemacht. Und wir haben das dann mit diesem Mau Glitterspray besprüht. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was ich daraus gemacht habe. Und zwar eine Hochzeitskarte im Shabby Chic Style. Und ihr seht, dass das dann so schön aussieht mit diesem wunderschönen Glitterspray. Und ich habe auch noch das fertige Papier embossed. Also ich habe mir da einen Embossing-Folder genommen und dadurch hat es jetzt auch noch eine extra Struktur, also eine neue Struktur dazu bekommen, zu der Struktur, die ich mit Mod Podge und in Fetzen gerissenen Papierresten erschaffen habe. Und dann habe ich hier noch ein paar Bordürenspitzen genommen, einen Sticker vom Action, einen Stempel habe ich verwendet, den habe ich mal beim Teddy gekauft. Die sind auch hier vom Action. Und ja, da sieht man nochmal, wie es embossed ist. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Und das habe ich eben damit gemeint. Also man kann solche Hintergründe, die am Anfang vielleicht ein bisschen unscheinbar aussehen, zu solchen wunderschönen Karten eben gestalten. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Dann habe ich hier, das war jetzt mit Gold und Pink besprüht. Und dann haben wir ja die andere Seite. Oder das andere Papier, was ich auch so in Fetzen gerissen hatte, nur mit diesem Pearlspray besprüht. Daraus habe ich jetzt diese Karte gemacht. Und ja, also mir gefällt es ganz gut, wie wunderschön und edel das jetzt aussieht. Dann hatten wir ja mit diesen Mau 3D Pearl Paints oder 3D Paints, ich weiß gar nicht mehr, wie die richtig heißen, haben wir ja einen Stempelabdruck bemalt. Da habe ich ja zuerst diese Stifte benutzt. Das sind ja diese Glittermarker und habe diesen Stempelabdruck ausgemalt. Und dann bin ich mit dem 3D-Paint nochmal reingegangen und habe diesen Stempelabdruck eben noch etwas verfeinert. Und das wollte ich euch ja noch sagen. Dieses Papier, was ich dafür verwendet habe, ja. Das ist ja auch nur eine Verpackung von diesen Spitzenbändern vom Action, wie ihr seht. Ich habe die mir also quasi nur zurechtgeschnitten. Das ist jetzt ein bisschen dunkler, das ist eine ältere Verpackung als wie die hier. Und ja, ich verwerte so gerne Verpackungen. Aber wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ich habe das in meinem letzten Action-Haul-Video eben diese neuen Mau-Produkte getestet und da haben wir zusammen ein bisschen was gestaltet und ich wollte euch dann zeigen, was ich mit den gestalteten Hintergründen oder auch mit diesem Stempelabdruck für Karten mache und daher mache ich jetzt dieses Video. Also schaut es euch gerne auch mal diesen Action-Haul an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist jetzt alles hier vom Action, was ich hier benutzt habe. Einmal dieser Kartenrolling, auch diese Kartenrollinge sind vom Action. Diese Sticker und das ist auch mal so ein altes Sticker-Set gewesen. Auch Shabby Chic Papier. Ich sag Shabby Chic Papier, Vintage Papier, also von einem Vintage Block. Und ja, ich finde, es ist ganz hübsch geworden. Es passt echt gut zusammen. Das ist jetzt die Karte. Also, ich würde sagen, die drei sind hier so Vintage Shabby Chic Style. Dürft ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben, welche Karte euch am besten gefallen hat. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da was reinschreibt in die Kommentare. Dann haben wir ja Buchseiten hergenommen, die ich vorher mal mit Acrylfarbe von meinen Kindern bemalt habe, die sie so übrig gelassen haben beim Malen. Wir haben dann diese Mau 3D Paints genommen und haben Schablonen verwendet und haben dann so Sternschablonen benutzt. Moment, ich kann euch ja mal die andere Seite zeigen. Hier zum Beispiel seht ihr das, da haben wir auch die Schablone dann verwendet und mal geguckt, wie diese 3D-Pads, dieses 3D-Paint aussieht im Anschluss. Und ich habe mir die
dieses Papier, also es war auch so eine Größe, in kleinere Stücke geschnitten. Einmal hier dieses Papier und bin hier bei diesem hier nochmal mit einer lilanen Stempelfarbe so ein bisschen reingegangen, weil ich die Farbe etwas mehr diesem Sticker anpassen wollte. Und wie ihr seht, man kann verschiedene Sachen daraus machen. Also hier habe ich es jetzt zum Beispiel mit einem dunkelblauen Cardstock und einem weißen Cardstock aufeinander geklebt. Dadurch wirkt es auch echt cool. Hier habe ich mir einfach so einen kleinen Banner draus gemacht und einfach einen in einer anderen Farbe, einen größeren Banner dahinter geklebt. Finde ich, sieht sehr cool aus. Und so sieht es aus ohne die lilane Farbe, die ich da drauf gegeben habe. Also so waren die Originalfarben. Da habe ich mir einfach einen Sticker genommen, den nochmal mit kleinen Strasssteinchen beklebt, um so die Perlen vom Traumfänger darzustellen. Noch einen Sticker drüber geklebt und das habe ich auch eben gemattet mit einem dunkelblauen Designpapier und einem weißen Cardstock. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Es braucht dann auch gar keinen Spruch mehr. Also mir gefällt es so schon sehr gut. Finde ich sehr hübsch. Das sind auch Kartenrohlinge vom Action. Dann, also mit diesem Rest, also mit dem Papier habe ich mehrere Stücke zerschnitten. Ich habe dann zum Beispiel hier eine Embossing und Schneide, eine Embossing und Schneidefolder genommen, auch vom Action. Und habe dann einmal ein Designpapier genommen, was diese Farben hatte. Und die Rückseite ist natürlich weiß. Ich habe dann quasi die Rückseite genommen, Stempelfarbe bin ich darüber gegangen. Und die Rückseite habe ich quasi als Negativ von den Luftballonen jetzt hier reingeklebt. Das ist jetzt auch das blaue Papier, was ich da drunter geklebt habe, was man jetzt hier sieht. Und hier ist quasi ein Rest von diesen Sternen, die wir selber gemacht haben. Das habe ich quasi auch nochmal durch diesen Embossing-Schneidefolder. Ja, und dann habe ich hier noch so Strasssteinchen genommen, weil ich das noch ein bisschen verschönern wollte. Ich finde, die Karte ist auch sehr schön geworden. Und hier habe ich dann wirklich die letzten Reste, die ich noch hatte. Also das ist eins von den Resten von der Buchseite und das. Und noch andere Papierschnipsel, die ich so in meiner Papierrestebox hatte. Mit diesem Rest. Und ich wollte halt wirklich gar nichts wegschmeißen, weil mir das so gut gefallen hat mit den Sternen. Und da habe ich dann halt so eine Karte draus gemacht. Und dann habe ich noch gesehen, dass da noch so ein paar zerrissene Streifen sind. Und ja, dann habe ich halt sowas kreiert. Ich finde, das sieht auch total cool aus. Also mir gefällt, lustigerweise gefallen mir genau diese zwei Karten am allerbesten, die so mit Resten passiert sind, muss ich schon sagen. Also manchmal ist man dann besonders kreativ, weil man die Reste noch benutzen will. Ich weiß nicht. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich habe noch etliche kleine Tags gemacht. Einmal diesen hier, das ist jetzt auch nochmal mit diesem zerfetzten Papier. Und diesen hier, das war mit Pearl Paint, mit diesem Pearl Spray besprüht. Dann so einen im Querformat, finde ich auch total schön geworden. Dann habe ich hier so kleine gemacht, auch mit Resten von diesen Sternen. Mir auch so ein bisschen in Form gerissen. Kann man vielleicht für ein Babyalbum verwenden. Und was ich dafür hergenommen habe, für diese hier, sind einfach nur diese Kleidertags, die immer so, wenn man was kauft, mit dabei sind. Und die Rückseite, die weiße, lasse ich und beklebe dann nur die hier. Das sieht man auch hier. Und so kann man die halt entweder so draufkleben oder als Journaling-Card verwenden, sodass man hinten noch was draufschreiben könnte. Oder man klebt sie zum Beispiel, wenn man eine Albumseite hat, hier so drauf und peppt die Seite damit ein bisschen auf. Ich finde, das sieht total hübsch aus dann immer. Hier habe ich zum Beispiel einfach ein Herz ausgestanzt und bin dann auch mit etlichen Papierresten hier so reingegangen. Hier hatte ich noch einen von diesen Luftballonen in weiß, in der Farbe und mit den Sternen. Und habe dann einfach was draus kreiert. Ich finde, das ist sehr cool geworden. Also das war jetzt hier dieser obere Teil von der Stickerverpackung, wo ich eben diese Collage aus verschiedenen Papierfetzen gemacht habe. Und ich dachte mir, ich verschönere das jetzt auch, weil wenn ich das jetzt mir in mein Journal so reinklebe, auf eine Seite, jetzt nehme ich mal die Rückseite, dass ihr das besser erkennt,
Also ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt eine Seite in meinem Journal und ich klebe mir das jetzt hier oben drauf. Und dann ist ja die Rückseite, die jetzt nicht so schön ist, draufgeklebt. Und dann kann ich das mir hier öffnen, habe eine total schöne embosste Seite, auf die ich was draufschreiben kann. Also so eine versteckte Nachricht. Und ich finde, das macht dann jedes Journal so ein bisschen interessanter. Und so kann man auch so Verpackungen sehr gut verwenden, indem man sie einfach so verschönert. Und ich habe dann hier noch einen Tag gemacht. Auch mit Sticker und hier ein Rest von dieser Collage eben. Wollte ich nicht wegschmeißen, damit da kann ich noch was Schönes machen. Und ein kleines Büchlein. Und ich finde, das ist richtig cool geworden, dieses kleine Büchlein. Habe ich auch mit den Action-Stickern jetzt hier beklebt. Und wenn man das dann aufmacht, dann sieht hier so ein klitzekleines Büchlein, was man sich in ein Journal reinpacken kann. Und man hat jetzt zum Beispiel ein Traveler's Journal im Vintage-Style, sage ich jetzt mal, und dann kommt es da mit rein. Und dann an dem einen Tag, wo man gerade verreist ist, hat man ein ganz besonderes Erlebnis, wo man halt genau alles in dieses kleine Büchlein reinschreiben möchte. Genau, das ist halt das, was ich jetzt daraus gemacht habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, was euch jetzt so am besten gefallen hat. Ich kann euch jetzt nochmal alles so ein bisschen zeigen. Also wir haben hier alles so im Vintage-Style. Einmal diese Hochzeitskarte. Das könnte auch eine Hochzeitskarte sein im Shabby Chic-Style. Dann diese schöne Karte mit den Blumen. Ein Journal, ein Mini-Journal, sage ich jetzt mal. Ein Tag, ein geheimnisvoller Tag. Und wunderschöne Tags im Shabby Chic-Style. Dann haben wir die Luftballonkarte, die Traumfängerkarte, hier auch eine wunderschöne Karte für Träumer. Und dann die Karte mit den Quadraten und die Schmetterlingskarte. Und dann eben einmal diesen Herztag, diesen Ponytag, sage ich jetzt mal, und diesen kleinen Tag. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht weitere Videos. Ich bekomme heute noch mein Shein-Paket und das werde ich dann gleich im Anschluss drehen, wenn es endlich angekommen ist. Und dann erwartet euch noch als nächstes mein Shein-Bastel-Haul. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.